Girls. Ja, gibt's eine Menge. Draußen zähle ich mich selber aber auch dazu. Als Künstler, um seine Träume verwirklichen zu können, musst du wirklich auch ab und zu mal Kraft drauf sein und weiterkämpfen und darfst nicht aufgeben, musst immer an dich glauben. Und das wollte ich eigentlich mit dem Titel auch aussagen. Deswegen habe ich das Soloalbum von mir jetzt, das Debütalbum Alpha Girl genannt. Ja, im Juni ist es soweit, dann kommt mein Soloalbum raus. Dann würde ich erstmal anfangen mit, dass es 13 Songs sind. Das ist nämlich meine Glückszahl. Das habe ich mir vorher überlegt, es müssen dann auch 13 Lieder sein auf dem Album. Und das habe ich auch geschafft. Also ich habe ja sehr viele Songs auf dem Album selber geschrieben oder mit Leuten zusammen, mit Songwritern oder mit meinen Produzenten. Und meistens ist es dann so, dass man sich halt im Studio einschließt und ich schon eine Vorstellung habe von einem Song vorher oder einen Titel oder einen Groove oder so. Irgendwas geht mir auf jeden Fall immer schon vorab durch den Kopf und dann setzt man sich hin und arbeitet dran und feilt dann wirklich so lange, bis die Songs dann halt so sind, wie ich sie ursprünglich im Kopf hatte mal. Stump Your Feet wird die nächste Single. Es war wirklich so intern eigentlich beim Team von ganz vielen der Lieblingssong und ich mag das Lied auch, weil man nicht so richtig einordnen kann. Also es hat wirklich so einen eigenen Charakter und halt so einen durchdringenden Beat, der dir irgendwie einmal ins Ohr schießt und irgendwie ist man sofort angesteckt. Habe zuerst den Titel im Kopf, Stump Your Feet, weil ich wollte irgendwie sowas, was so diese Power mitbringt und auch die Kraft, dass man sozusagen weiß, wenn einem irgendwas nicht passt, dann muss man es einfach sagen, dass so diese Message rüberbringt und auch so ein bisschen diese Gruppendynamik, dass wenn man sich zusammenschließt, dass man halt wirklich Power hat und auch was gemeinsam verändern kann. Und das alles haben wir auch ganz schön im Video eingebunden und da freue ich mich auch schon auf den fertigen Cut. Someone found a letter you wrote me on the radio. And they told the world just how you felt. Mm-hmm. Wenn ich jetzt einen Song auswählen müsste, der mir aus den Disco-Zeiten irgendwie am besten gefällt, dann ist es wirklich On the Radio. Ich bin auch großer Donna Summer-Fan, muss ich zugeben, weil ich finde, sie ist eine coole Frau. Und ich finde die Zeiten auch spannend. Ich bin zwar in den 80ern geboren, habe irgendwie die 70er leider verpasst, aber ich stelle mir schon vor, dass die Leute da echt eine coole Party irgendwie hatten.